Ein Varuna steht im Walde, ganz ganz still und stumm. Ja, und weiter? Keine Ahnung. Und gießt sich schlau und dumm. Houston! 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 Nein! Ah, ich brenne, Hilfe! Ah. Hallo, Minecraft! Hallo! Ja, hi, Mavia. Ich bin hier hoch oben in den Lüften. Hallo! Ja, ich probiere mal hier runter zu fliegen. Mit oder ohne Sterben? Ohne Sterben. Ich springe mit meinem Hanggleiter. Also. Und drehe Runden über unserer Base. Das war auch so ein bisschen heute das Problem vor der Aufnahme. Oh ja, kann man so sagen. Ja, Mavia hat hier den schönen Turm gebaut. In der Tat. Ah, da unten läuft einer rum. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Oder ist es ein Varuna? Schieß ihn ab, schieß ihn ab! Nee, ich gehe schnell hinter das Türmchen. Bleibe ich da eigentlich hängen? Was ist, wenn ich gegen den... passiert ja gar nichts. Ich dachte, ich crash da jetzt voll gegen den Turm. Also das Problem war, Mavia wollte zu dem NPC-Dorf oder zu dem komischen Teil da. Oh, ich bin ja, ich wollte mal meinen Turm ausprobieren. Ja. Und dann hat der Server gedacht, ich höre mal auf. Nee. Wird nicht. Ja. Ja, ich bin schon relativ tief. Ich sehe schon einige Spinnen. Mal gucken, wo wir landen. Oh, die Minecraft-Musik ist aber laut. Ui, ui, ui. Ah, ich weiß, was ich mache. Nein, halt. Umdrehen. Ja. Oben auf den Bäumen gelandet. Ich guck mal gerade nach der Musik. Ich bin bei 50%. So viel. Ja, ich geh mal runter auf 20. Ich fange oben auf den Bäumen mal an. Ja, wieso das? Na, wenn ich schon hier oben bin. Kann ich ja auch ein bisschen Laub hauen. Oh, das schadet nichts. Sehr laut. Aber jetzt habe ich keine Dings da mehr. Keine Schere mehr. Wo bist du denn? In meinem Turm. Ah, jetzt habe ich gerade das Laub runtergeworfen. Aber ich komme. Ich will nämlich noch ein bisschen Dust sammeln. Ich suche mir einen Weg nach unten. Ah, jetzt muss ich springen. Oh. Ja, unser Laubding war nämlich schon wieder leer. So, außerdem wollte ich was machen. Ich wollte unser Häuschen da hinten einrichten für die Nahrung. Viel Spaß. So, naja. Ich habe das ja schon irgendwann mal gemacht. Hast du da schon mal was vorbereitet? Nee, vorbereitet nicht. Ich habe das ja auf dem Singleplayer schon mal gemacht. Und zwar hatte ich da für die einzelnen Rezepte jeweils einen extra Crafting Table, wo ich dann eben schon mal zum Beispiel den Mixer und alles drin hatte, damit ich das nicht immer wechseln muss. Und dann viele Crafting Table. Ja, es ging eigentlich. Muss ich mal gucken, wie ich das hier platziere.
So sieht es aber nicht gut aus. Und Boden haben wir hier drin auch noch nicht. Habe ich wohl nicht ganz richtig gearbeitet. Da hast du wohl ein bisschen was vergessen. Ein Ding. Level up. Oh. Kann es sein, dass ich mit meinem Turm ein bisschen übertrieben habe? Nein. Wenn, dann nur ein ganz klein wenig. Ich meine, man muss ja auch mit dem Hangglider überall hinkommen auf der Karte, sofern der Server einen lässt. Also geht das. Ja. Wenn er lässt. Naja. Ist ein bisschen ungünstig, wenn ich den Hangglider ausprobiere und auf dem Weg zur Ruinenstadt. Der Server dann auf einmal sagt, nein, lass mal und tschüss. So. Und mich dann auch jedes Mal wieder rausschmeißt, wenn ich einloggen will. Ja. Und es dann ein bisschen kompliziert wird, mich woanders dahin zu bringen, damit der Server auch wieder startet. Ja, aber ich denke, unsere Lösung war die einfachste. Aber ja, es hat auch eine Weile gedauert, bis wir darauf gekommen sind. Naja, man muss halt alles ausprobieren. Ja, was war nochmal die genaue Fehlermeldung? Irgendwas mit Java Accepted oder irgendwie sowas. Java Exception. Hm. Ja. Ich weiß nicht mehr, was dieser Server für ein Problem hat oder gehabt hat. Da müssen wir uns auf jeden Fall immer noch zu Fuß auf den Weg machen, langsam mal in Richtung Stadt gehen und gucken, ob er uns zu Fuß hingehen lässt. Du hattest gesagt, er hätte die Chunks nicht geladen. Genau, ich habe sie dann auch ausprobiert. Und da war dann... Ich bin einfach geflogen und nachdem ich dann auch rausgeflogen war, hatten wir... Hallo? Ah, jetzt. Bin ich auch eben nicht weit gekommen. So, ich guck mal gerade. Ich glaube, das mache ich hier rein. Ich schwitze so arg. Ah, mein Camelpack ist leer. Das Ende vom Lied war, oder das Einfachste war, wir haben meine Player-Datei kopiert und einfach umbenannt. Mavia hat dann zwar auch mein Inventar gekriegt. Meine Sachen waren weg, meine aufgelevelten. Ach, stimmt. Tools. Aber so konnte man wenigstens weiterspielen. Ja, klar. Normalerweise, ich hatte ja auch eine Lösung vorgeschlagen, das hatten wir auch ausprobiert. Bei sowas hilft es normalerweise, wenn man in der Player-Dat die Position des Spielers einfach löscht, dann sollte man im Normalfall beim Spawn wieder rauskommen. Nur in dem Fall hat das nicht funktioniert. Da hat der Server mich dann überhaupt nicht mehr ins Spiel gelassen. Das war seltsam. Wer wird hier gehauen? Ja, du. Magst du das nicht? Nee, du bist gehauen worden. Ja, angeblich. Das kannst du nicht beweisen. Ei. Aber ich hab's gesehen. Und es ist aufgenommen. Angeblich. Ich bastel hier noch ein bisschen am Haus rum. Ja, wieso das denn? Ja, damit es schön aussieht. Wie unnötig. Nee. Das Auge spielt mit. Ach ja. Willst du meinen Turm verschönern? Nein. Muss ich das machen? Oh nö. Ja. So. Also hier kommt rein Stock. Nee. Machen wir da rein. Wofür braucht man den hier?
Wen? Dich? Mörser. Nee, den Mörser da. Achso, ich dachte schon. Du hast dich gefragt, wofür wir dich brauchen. Da hätte ich jetzt keine Antwort drauf geben können. Will ich auch nicht. Also was ich hier gerade probiere, ist eben unser Nahrungssystem etwas zu effizienter zu gestalten. Aber wie gesagt, es ist nur ein Versuch. Ja, rennen die Endermänner rum. Stock. Haben wir überhaupt noch welches? Was für Essen willst du überhaupt machen? Allgemein. Ach so. Also du willst hauptsächlich nur noch die super guten machen, gell? Ja, sicher. Man muss sich ja nicht mit Spider-Eye-Soup oder Applesauce rumschlagen, wenn man so Sachen wie Spaghetti und Bohnenburritos hat. Das sind auch nur die mittelguten, weil wir noch keine, weil es noch ein bisschen Kleinkram fehlt, um die richtig guten Sachen zu machen. Das Endziel ist halt, dass wir auf das, wie heißt das? Ich glaube, Delighted Meal umsteigen, dass das letzte ist, was wir essen müssen. Da brauchen wir gar nicht mehr zu wechseln, weil das so gut ist. Okay, warte, wir machen. Ich guck jetzt mal, dass ich alles hinbekomme für die Sandwiches, weil die geben eigentlich auch recht gut Essen. Dafür müssen wir aber zuerst Zucker anbauen. Ja, und viele Peanuts. Peanuts? Wieso? Weil die Erdnussbutter brauchen. Stimmt, die gehen nur mit Peanut Butter, nichts anderes. Ja, aber die hatte ich auf meinem Singleplayer sehr erfolgreich. Ja, klar, sicher. Okay. Pflanze ich die gerade mal an. Jo, das wäre sinnvoll. Und dann ist das Beet hier auch schon ausgereizt. Machen wir dahin. Und zwar kommt hier Erdnussbutter. Ja, komm. Nee, Chilis. Dann brauchen wir noch Brot. Brot können wir inzwischen machen, oder? Ja. Und dann brauchen wir noch Cutting Knife. Sandwiches. Das Cutting Board brauchst du hier auch, oder? Bei den drei Rezepten, die ich hier benutze, nicht, nein. Okay. Ich brauche noch einen Mixer. Das habe ich schon. Und das Cutting Board. Hier kommt der Mixer noch dazu. Und da das Cutting Board.
Okay. Zuckerrohr hast du auch schon angepflanzt? Nein, aber ich habe den Seed dafür bekommen. Können wir uns mal... Blackberry. Okay, ich mach mal die ganzen Beeren hier raus. Und mach dir da Unordnung rein. Ne, Apple Jelly gibt's glaube ich auch, gell? Ja. Wo sollen wir denn das Zuckerrohrbeet hinstellen? Ich das nicht gerade. Auf die Seite hier vom Haus noch. Welche Seite? Hier links direkt? Da wo du bist. Ja, sag ich da. So. Dann was machen wir daraus? Kornmehl. Kornmehl? Das ist Maismehl, ja. Okay, ja, ich muss gerade gucken, wie ich am schnellsten Brot krieg. Okay. Brauche ich doch noch ein bisschen was. Nehmen wir nochmal die Kisten mit. Ist da ein Verkehr hier? Tja. Das war falsch. Peanuts kommen da rein. Beeren. Butter, Gelees und Brot. Und hier machen wir das Brot drin. So, okay. Was habe ich jetzt geguckt gehabt? Bei einem Mixing Bowl, Freshwater, Salt. Eine unendliche Wasserquelle geht hier nicht, gell? Nein. Aus Gründen. Salz brauche ich hier viel. Moment, das Flour muss ich auch noch irgendwie machen. Das Flour, das ist Mehl. Mit einem Morsel. Okay. Davon haben wir, glaube ich, ein paar hier drin. Ne, einen. Egal, stippitze ich einfach mal. Okay. Hast du das ganze Salz verbraucht oder ist das irgendwo anders hingewandert? Ich habe eine Menge Salzding verbraucht, aber wir bekommen auch eine Menge Salz durch das Sieven. Links ist ein Fass. Ah ja, sehr schön. Nehme ich nämlich alles mal mit. Gut. Dann kommt er hier rein.
Erlebnisse haben wir. Das Zuckerrohr kann ich gar nicht wachsen lassen. Ist ja doof. Mit Bone Meal nicht, mit der Gießkanne geht's. Und die müsstest du mir dann nochmal geben. Gießkanne fällt. Ah ja. Super. Die ist unendlich, oder? Ja. Sofern man das Wasser nicht verbraucht, indem man Feuer löscht, da gibt es, glaube ich, eine Chance, dass das Wasser wegfällt. Ah, ich muss das direkt... Ah, nee, muss ich nicht. Einfach grob drüber hauen, hier. Ja, man kann es aber kostenlos wieder nachfüllen. Im Prinzip einfach Rechtsklick auf Wasserfeld und dann ist die Kanne wieder gefüllt. Hast du noch Erde? In der Kiste sind, in der unteren Kiste sind noch welche. Ah ja. Und ich bin die ganze Zeit welche am machen. Au, oh, sorry. Nee, lass das doch. Warum denn? Weil ich hier Wasser hin sollte. Dann kommt hier Erde. Ach so. Und dann? Wird der Platz besser genutzt. Das war schon alles. Hast du noch Erde? Und da hatte ich extra schon ausgehoben. So. Ich habe hier noch 6 Stück. Hast du auch noch Wasser? Kann ich noch welches holen gehen? Hier Zuckerrohr. Und ich habe noch 3 Erde. Ein Wasser kann ich noch holen. Hey. Okay. Dusche gefällig. Na, hier geht's ja ab hier. Ich schwimme im Regenwald. Mhm. Eieiei. Und ehe man sich's versieht, haben wir massig Zuckerrohr. Genau. Ein Zuckerrohrwald.
kühle Nass gefallen. Ich glaube, da gibt es schlimmere Schicksale. So. 14 Zuckerrohr. Ja, komm. Kein einziges Huhn. So, jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Brot und dann könnte ich schon das erste machen. Na ja, das Brot musst du dir machen. Ja, ich brauche aber auch was zu essen. Ich lebe von der Hand in den Mund. Och ja. Na, tut das nicht jeder? Ich persönlich bevorzuge ja Essen im Mund, aber das kannst du gerne halten, wie du willst. Untere Kiste. Ja, ja. Was denn? Essen? Ja, ja, ja. Nee, ich. Essen wir mal ein paar Burritos. Was geben die denn? 4. 4 ist gut. Eine Wasserquelle beim Ding wäre schick. Wie? Wo? Was? Eine Wasserquelle beim Haus. Und die Wasserflaschen gehen weg, hast du gesagt, gell? Ja, das musst du mit dem Eimer machen. Du kannst die Wasserflaschen hier im Transposer entleeren und dann in einen Eimer umfüllen. Den Eimer kannst du dann zum Pam's Harvest Craft Wasser umcraften und bekommst den Eimer zurück, wenn du das Ganze mit der Flasche versuchst, die Flasche wird verschwinden. Nee, geh weg. Hallo. Wasser. Wasser war ein gutes Stichwort. Schon wieder am Verdursten. Oh. Ja, mein Pack ist auch fast leer. Ich bin eigentlich immer so gemein und nehme bloß Wasser. Oh! Du stehst mir immer im Weg. Nehme mir Wasser raus und mach nichts. Weil sich das automatisch auf geheimnisvolle Weise alles wieder auffüllt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich stelle immer die leeren Flaschen da rein und zack, habe ich neue. haben wir kein Eisen mehr? Also ich bin gerade welches am Machen. Wie viel brauchst du denn? Einen Eimer. Eimer kann ich dir geben. Eimer habe ich. Und das wäre ideal. Kann ich nicht. Ich kann doch hier einfach einen Eimer rausnehmen aus dem Dings da. Stimmt sogar. Die einfachen Dinge im Leben. Das geht doch so einfach. Okay. Dann mache ich hier mal einen Stack. Warum? Damit ich Gravel bekomme. So. Ja, daraus kann ich nämlich Sand und daraus TNT machen. Ist auch nicht gefährlich. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Alles seine Ordnung. Ein bisschen vielleicht. So, ich brauche das, ich brauche das. Wasser und was brauche ich da noch? Für Brot. Ne, für einen Dock. Mortar und Pestel mit dem mit nee, Reis gibt dir. Ne, Mixing Bowl brauche ich noch. Na, Mixing Bowl war es, genau. Mit Reis oder Korn, also Mais. Du bekommst jeweils Mehl. Mehl mit Wasser und Salz. Und im Mixing Pot ergibt dann Dough.
Dough muss backen. Stimmt, gutes Stichwort. Ich brauche noch einen Ofen. So. Muss ja nicht ganz Holz hin. Machen wir noch ein bisschen Charcoal. Okay, das nehmen wir auch mit. Watermelon, Strawberry, Starfruit. Kiwi gibt's, glaube ich, auch. Haben wir auch, genau. Kiwi, Jelly, Orange gibt's auch. Mango, Starfruit nehmen wir auch mit. So. Gut. Gießen, gießen, gießen. Ein Varuna steht im Walde. Ganz still und stumm. Ja, und weiter? Keine Ahnung. Und gießt sich schlau und dumm. Offenbar. Funktioniert das bei den anderen Pflanzen auch hier mit dem Wasser? Oh ja. Ja, natürlich. Was denkst du, wie ich an das ganze Essen gekommen bin? Und warum die Felder alle 3x3 sind? Weil die genau im 3x3 gießt. Coole Sache hier. Wenn man schnell an ein bisschen Nahrung kommen will und kein Bone Meal hat, ist das einwandfrei mit der Gießkanne. Ich sammle hier mal ein bisschen das Zeug auf, nicht dass das noch verschollen wird. Ja. Da ist Party draußen, ich sehe es. Ja, so hört sich's an. Brauche bald meine Lumber-Ex mit der einfachen Axt das Ganze ein bisschen bedingen und nochmal Haste, sehr schön. Das hätte ich immer gerne. Dann beschwer dich nicht. Ja, das war immer noch sehr langsam. Meine Axt war schneller. Tja, man kann nicht alles sagen. Ja, leider. Ich verhungere, wie geht denn das? Ich müsste eigentlich gleich einige Sandwiches haben. Ah, Cranberry geht nicht. Ich habe 8 Brote.
Das ist aber viel. Na, für den Anfang. Für den Anfang ziehe ich mir jetzt nochmal Spaghetti rein. Ja, Spaghetti. Das macht hier jetzt noch gar nicht so viel Sinn, was ich hier gebaut habe mit den ganzen Kisten. Aber wenn ich später genug von den einzelnen Zutaten habe, dann sieht es schon wieder anders aus. Moment, hier. Kriegst du 4 Sandwiches. Danke. So. Ja, der Reis muss noch ein bisschen schneller wachsen. Sandwiches sind aber auch ziemlich gut. Haben auch 4 Balken. Nett. Also auf meinem anderen, auf dem Singleplayer-Server war das meine Hauptnahrung. Klar. Obst ist relativ einfach zu bekommen. Bekommt man schnell einfache und unterschiedliche, viele unterschiedliche Sandwiches. Ja, das hat was. Ah, es ist Tag. Ich hätte es beinahe nicht gemerkt. Ich muss jetzt nochmal meinen. Iron Battle Ranch. Mini-Zombie kommt hinter mir her. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin auch mal gerade hier ein bisschen am... Na, der am explodieren, ja. Das ist so wohl in die Hose gegangen. Ich wollte auch noch ein bisschen Zeug hier sammeln einfach. Und noch ein bisschen Zeug für Jellies kriegen. Könntest du auch demnächst irgendwann mal noch eine Monsterfarm bauen? Ja. Geht alles. Oh, da ist noch eine Spinne. So, und mein Pneumatic Craft ist gleich fertig. Oder zumindest die Dings. Na, sag's. Treasure Chamber. Das ist gut. Dann können wir uns bald einen Harvester bauen. Ich brauche nur noch... Reicht das schon? Ich habe nicht nachgezählt. 1, 2, 3, 4. Passt perfekt. Ja, Chamber komplett. Dann müsste man jetzt irgendwo... Das sind Enderplant. Das hier brauchen wir nochmal. So. Ich mache jetzt gerade noch ein paar Sandwiches und dann war es das mal für die heutige Folge. Ich will noch ein bisschen Peanut Butter. Peanuts haben. Okay, 3 Stück noch. Sehr schön. Kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Reis. Also die Gießkanne gefällt mir. Schönes Teil. Ja. So, dann mache ich jetzt noch die erste Ladung Plastik, weil die verlangt wird. So, 25 nochmal.
25 Docks. Docks. Donald Ducks. Hast du New Magic Craft schon mal mitgearbeitet oder schon mal gesehen? Gesehen, ja. Vorhin bei dir. Nee, noch nicht wirklich. Ja, dann komm mal her. Moment, ich muss hier erst. Kommst du her? Hä? Ich habe gerade 8 Flaschen gekriegt. Woher? Saufkopf. Moment. Warte mal, kriegst du die. Warte mal, ich mach mal. Hier kriegst du 2 Dinge. Einmal einen Tinhammer und die Gießkanne kriegst du auch wieder. Okay, komm. Warum auch immer du mir den Tinhammer gibst? Weil du mehr davon brauchst wie ich. Ja, so. Oh, das bewegt sich ja. Ist ja creepy. Ja, was? Wo? So, Moment. Also am Anfang von am Anfang von New Magic Craft kann man das Teil hier noch nicht automatisieren. Muss man Was passiert, wenn ich da reinspringe? Dann mache ich den Deckel drauf und schmeiß den Druck an. Nein. Bin rausgekommen. Ja, ich war irgendwo in der Wand gesteckt. So, dann machen wir hier die Creeper Plant Seeds rein. Machen den Deckel zu. Und schmeißen hier in den Kompressor Kohle rein. Und der brennt jetzt. Und baut Druck auf. Genau. Pneumatic Craft funktioniert nur über Druck, über komprimierte Luft. Und der Kompressor sorgt halt dafür, dass die Luft hier komprimiert wird. Wenn du dir die Pressure Chamber anklickst, siehst du das gelbe Fenster. Mhm. Ist der Druckbereich, in dem nichts passiert mit dem Zeug, das in der Chamber drin ist. Und ab dem grünen Bereich ist der Druck hoch genug, dass das umgewandelt wird in der Chamber, in der Druckkammer, zu dem, was es umgewandelt werden kann. Das heißt, guck mal ein bisschen durchs Fenster. Es müsste bald soweit sein. Also bei 0,5 bar müsste das Ganze sich umwandeln. 0,6. Und je größer das wird, desto besser, oder ist es die Maximalgröße? So. Ne, es geht noch größer. Das ist die Minimumgröße. Ah, okay. Hast du gesehen, wie es sich umgewandelt hat? Ne, da habe ich gerade rausgeklickt. Aber ich habe gesehen, dass was da war. Ich wollte gerade noch irgendwas machen. So. Und da man es nicht automatisieren kann momentan, da mir noch die Ressourcen fehlen, muss ich das Ding wieder aufreißen. Ne, ich höre, wie der Druck entweicht. Ja. Ah, was wollte ich? Ach, Kohle wollte ich mitnehmen. Wenn ich jetzt ein Dings hätte müsste. Ah, ich wollte ja noch ein paar. Ich kann 32 Docks machen. Nicht DAX. Ah, kommt ja aufs Gleiche raus. Ah, Raspberry geht auch nicht. Ist ja interessant. Ach doch, da fehlt nur Zucker. Toll. Gibst du mir die Gießkanne nochmal? Weil solange die Brote backen, kann ich ja noch ein bisschen gießen hier. So, ich habe 47 Zuckerrohr. Das sollte. Ne, 46. Eins musste ich wieder anbauen.
aber das halt ich. Pier geht nicht, okay. Orange geht. Blueberry. Okay. So, dann. Ah. Was fehlt? Sag's. Peanuts. Oh, schon wieder. Dann gehen wir noch mal ein bisschen gießen. Hey, du hast mir sämtliche Gerätschaften hier rausgeklaut. Ah. Hä? Ey, guck mal, ich hab jetzt. Ah. Du hattest doch was gesagt, dass es irgendwo Flaschen gibt, oder? Hä? Inwiefern was wo? Ja, Quatsch. Ich brauchte. Ich hab schon wieder 13 Flaschen. Guck hier. Ich kann mit Flaschen um mich schmeißen. Ja, super. Die werden, ich weiß wieder wie. Ja? Durch die Chellies kriegt man, glaube ich, wenn man. Du generierst da. Durch die. Ah, das ja. Ist ja cool. Weil ich dachte mir doch, ey, das ist komisch mit den Flaschen. Irgendwo. Ich hatte früher immer so viele Flaschen gekriegt, aber ich wusste nicht mehr woher. Ich konnte mir nur, auch nicht denken. Ich wusste nur, dass wenn ich die irgendwas gemacht habe, gecraftet habe, ich die wieder zurückgekriegt habe. Ich habe mich auch schon gefragt, weil durch die durch Obstsäfte und so weiter bekommst du keine und alles andere wäre irgendwie, das bin ich gefangen, irgendwie ein Dupack. War das da, ja? Ist nicht beabsichtigt wahrscheinlich, schon nie gefixt worden. Ja, weil ich meine, man mixt einfach irgendwelches Obst. Oh Gott. Ich schau gerade auf die Aufnahmezeit. Sind wir schon bei 40 Minuten? Nein. Bei gleich 55. Ich habe mich schon gewundert, warum du keine Aufnahmepause machst. Oh, okay. Ja. Ich will jetzt noch hier Ding haben. Ich will das ganze Brot voll verbraten. Okay. Ich will hier noch Peanuts haben, aber ich krieg keine. Ich halte schon eine halbe Stunde die Gießkanne drauf. Hallo. Du musst in die, wenn du in die Mitte gießt, ins Wasser. Dann werden alle Peanuts gleichzeitig gegossen. Ja, aber das hilft trotzdem nicht. Warum sind die denn auf Null? Baust du die immer ab, oder was? Nein. Und du cheatest jetzt. Ja, weil du sonst jammerst. Da wächst nichts. Brauchen die vielleicht auch Sonne? Hatte ich mir auch schon gedacht. Mehrmals in der Nacht ist. Also ich halte jetzt wirklich schon bestimmt 2 Minuten was drauf. Und es geht nicht. Es kann sein, dass das bei Tag besser geht als in der Nacht, ja. Okay. Ist mir auch schon 2-3 Mal aufgefallen. Dann habe ich jetzt aber keine Lust mehr. Oh. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Minecraft. Ciao. Maybe. Bye.